Das Mindset der Champions. Der Podcast für dein Selbstbewusstsein von Tobias Kunert. Jeder hat das Recht auf ein selbstbewusstes Leben. Und ich helfe dir dabei, dein Selbstbewusstsein Schritt für Schritt auf- und auszubauen. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Immer wieder habe ich tolle Gäste, geführte Affirmationen und Meditationen, wertvolle Tipps der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Geschichten mitten aus dem Leben und jede Menge Humor. Das Mindset der Champions. Folge 19. Ja, leck. Heute haben wir hohen Besuch. Ich freue mich riesig auf diese Folge. Die Folge heißt Traue dich anders zu sein. Und mein Gast heute ist Max Kinker. Servus Max, ich freue mich riesig, dass du da bist. Grüße Tobias, hallo. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und Max Kinker ist eine Schlagzeuglegende, hat rund um die ganze Welt gespielt und zwar ganz oft. Ja. Und der hat uns wirklich eine ganz tolle Lebensgeschichte mitgebracht. Du kannst dich auf diese Folge freuen. Wir haben wieder einen wertvollen Buchtipp für dich. Wir verlinken dir außerdem unten in der Bio. Sage jetzt so gescheit, das wisst ihr, was Bio heißt. Das sagen immer alle anderen. Genau. Nein. Und im Text verlinken wir dir einen Link, ja, wo du ein Schlagzeug-Solo von Max anschauen kannst, wo du dir mal anschaust, wie gestört, anders kann man es nicht sagen, wie der abgeht. Die witzige Geschichte ist, wie der Max und ich uns kennengelernt haben. Also das war, so habe ich noch nie jemanden kennengelernt und das war echt witzig. Du musst dir vorstellen, mein bester Freund Martin von Losermol, der dreht gerade die dritte Staffel von seiner Fernsehsendung Lurgermol. Mhm. Und ich habe mal mit Martin gemeinsam eine Therapiemethode erschaffen, dass wir unseren Dienstag, den wir ja seit 6 Jahren zusammen verbringen, also wir gehen da nicht arbeiten, sondern verbringen immer den Dienstag zusammen, dass wir den auch schätzen. Ja, dass wir auch nicht aufhören zu denken, das sei was ganz Besonderes und haben einfach gesagt, jetzt machen wir mal einen Tag lang nur, was uns gar keinen Spaß macht. Genau. Und das war so witzig, dass wir daraus dann eine Fernsehsendung gemacht haben und der Max und ich, wir haben uns kennengelernt, haben uns noch nie davor gesehen und haben uns einfach den ganzen Tag nur unangenehme Sachen gegenseitig antan, gell? Was aber sehr witzig war, diese unangenehmen Sachen, was alles rauskam dabei. Also war ein super Erlebnis den ganzen Tag lang, gell? Ja. Also was wir alles gemacht haben. Ja. Du hast erstmal Sulz gekriegt, gell, weil du das so gern isst und ich einen Tomaten-Zwiebelsalat, weil das die zwei schlimmsten Lebensmittel für mich sind. Da kriege ich irgendwie einen Würgereiz, wenn ich da drauf beiße. Ja genau, mir ist mit der Sulz sogar. Ja. Also es war echt grauenhaft. Ich weiß, was hat denn der Martin, was hat denn der? Der Martin mag keine süßen Lebensmittel und der hat von mir ein ganzes Buffet Granatsplitter. Granatsplitter waren es, genau. Also 12 Stück. Ist bis er gekotzt hat. Und dann waren wir noch mit Fokuhila-Perücken natürlich, waren wir Nordic Walken. Ja, das war auch sehr peinlich. Ja. Liegeradfahren waren wir noch. Was haben wir denn noch gemacht? Ach, im Kopfstand haben wir Musik gemacht. Ja, genau, mit dem Schemel da. Mit dem Yogaschemel. Also das war eigentlich witzig. Da habe ich im Kopfstand getrommelt. Der Martin, oder wer, Gitarre gespielt? Und gesungen? Ja, ich hab versucht, Gitarre zu spielen und der Martin hat gesungen, aber der Kehlkopf ist ja in einer komplett anderen Position, gell, wenn im Kopf ist. Gegen der Schwerkraft. Ja. Das hat jetzt so funktioniert. Also war das echt cool, von dem her haben wir gleich sehr viel zusammen gelacht und haben gemerkt, das float. Und dann habe ich Max gefragt, ob er denn bereit wäre, hier über seine Lebensgeschichte zu sprechen. Und mir geht's in dem Podcast, das merkst du, mir geht's darum, dass die Menschen Selbstbewusstsein aufbauen. Und ich glaube einfach, dass jeder Mensch auf diesem Planeten, und zwar ganz egal wo er ist, ein Talent in sich trägt, das so kein anderer hat. Und dass jeder Mensch einen Lebenssinn hat. Und wenn der Kopf mal leise genug ist, dann läuft dieser Lebenssinn wie so eine leise Melodie im Hintergrund. Und dann spürt man, wo der Lebenssinn hinführt. Und immer, wenn man ihm nachgeht und wenn es nur ein kleines bisschen ist, eine kleine Tätigkeit, die mit dem zu tun hat, dann fühlt man sofort ein Flow-Gefühl.
Man liebt einfach das Tun. Man tut aus Liebe zum Tun und verliert sämtliches Zeitgefühl. Und wenn man sich entscheidet, dann diesen Weg zu gehen, also man muss das ja nicht beruflich machen, man kann sich auch in seinem Hobby voll ausleben, aber wenn man sich entscheidet, man spürt diesen Lebenssinn so stark und es soll der Beruf werden, dann erfordert es ganz schön viel Mut. Und ich dachte früher immer, das ist, also der Mut ist es, dass ich sage, ich mache mich jetzt selbstständig. Aber dann geht's ja erst los. Weil dann ist da das Umfeld, das dich verunsichert. Ja, es ist, du musst mit einem Sicherheitsgefühl, das, nach dem der Mensch immer strebt, mit dem musst du plötzlich anders umgehen, weil du ja gar nicht weißt, ob du Geld verdienst und wie viel und so weiter. Du hast vielleicht schon eine Familie. Du musst mit deinen Emotionen umgehen lernen, weil man sich selbst in solchen Phasen immer besser kennenlernt. Und das Leben prüft einen immer wieder, ob man es auch wirklich ernst meint mit seinem Lebenssinn. Wie war denn bei dir das mit diesem Umfeld? Wie war denn das? Also du hast ja einfach, wie ging das bei dir los mit dem Schlagzeug und all dem? Ja. Also ich bin am 28. Januar an einem Sonntag 1962 geboren. Ich glaube, ab dem Tag habe ich schon Schlagzeug gespielt. Also rein gefühlt. Ich weiß es nicht, woher die ganze Sache kommt, weil meine Eltern, meine Großeltern, mütterlicher, väterlicherseits, da waren keine Musikanten dabei, keine Trommler oder sonst irgendwas. Meine Brüder auch nicht. Warum es mich getroffen hat, warum ich einfach diese Faszination für die Musik vor allem und fürs Schlagzeugspielen, also für die Rhythmik, entwickelt habe, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Faszination war da, bloß ich konnte sie als Kind nicht greifen. Das war ja nicht greifbar, sondern einfach, ich war fasziniert davon, von Musik. Ich war kein Fußballer wie meine Kumpels, gehen wir Fußball spielen? Nein, ich will trommeln. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich bin zu den Ministranten, aber das, was ich schon erzählt habe, dass ich dann, für mich war das eigentlich die Bühne. Meine allererste Bühne als Ministrant, Vorhang geht auf, du gehst dann raus zum Altar, stellst dich dahin und schaust die Leute an und das war für mich also meine erste Bühne. Und dann ja, in der dritten Klasse halt mit 8 Jahren und so. Genau. Und mittags heimgekommen, Hausaufgaben gemacht, in den Keller runter und da habe ich mir mein Schlagzeug selber gebaut und zwar mein Vater hatte einen Getränkehandel und damals waren ja die Kisten aus Holz. Mhm. Man bedenke 1970 ungefähr. Also die waren aus Holz, dann habe ich die Holzkisten leer gemacht, also die Flaschen raus, die Holzkisten umgedreht, habe die so reihum gestellt, wie ich das so gesehen habe von einem Schlagzeuger, von einer Tanzband damals, wie das so ausschaut. Also da war das dann das Tom, die Snare, die Becken, das waren aber alles Holzkisten. Und dann bin ich in den Wald, habe 2 Stecken mir geschnitzt und dann bin ich hinter den Holzkisten geguckt, im Lager, im Leergutlager und habe da rumgetrommelt, bis der Vater gekommen ist. Ja, was machst du da? Ich sage, ich spiele Schlagzeug. Ja, klar. Also gut, das ist ja wurscht. Passiert ja nichts, gell? So, hat er gesagt, durch halt dann wieder die Flaschen wieder in die Kisten rein, die leeren. Und stapelst es wieder auf, so wie es gehört. Ja, habe ich auch alles gemacht. Und nächsten Tag wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Bis ich einmal im Winter krank wurde und dann habe ich gesagt, wenn jetzt ihr Schlagzeug kriegen würde, wäre ich sofort gesund. Ich habe echt Grippe gehabt, gell? Ich bin im Wohnzimmer geflaggt mit Grippe. Mein Vater geht ins Musikgeschäft, frei damals noch, kauft ein Schlagzeug. Ganz ein billiges Ding halt, keine Ahnung. Und Star hat es geheißen, genau, Star-Schlagzeug, witzig. Und der bringt mir das, es ist wirklich wahr, gell? Und stellt es ins Wohnzimmer rein und ich stehe auf, trommel und war gesund. Gibt's das auch? Haben wir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Bin ich nicht am Schlagzeug geguckt, ich hab geweint, weil ich habe ein Schlagzeug jetzt, ein richtiges Schlagzeug.
Das heißt, das muss man sich ja mal vorstellen, heute, wenn ein Kind sagt, ich würde gerne Schlagzeug lernen, ist der erste Weg, man geht zur Musikschule und der kann das einfach schon mal ausprobieren, er hat einen Lehrer, hattest du alles nicht, du kanntest wahrscheinlich nicht mal jemanden, der Schlagzeug gespielt hat und hast einfach nur so, wie du es gesehen hast als Kind, gespielt, Schlagzeug aufgebaut und hast losgelegt. Ich habe gespielt, ich habe irgendwas gespielt und hat schon funktioniert, irgendwoher, ich weiß nicht, woher das kam, auf jeden Fall habe ich dann gespielt. Den ganzen Nachmittag, am nächsten Nachmittag. Ich habe immer gespielt und ich war 0, nichts gesund. Also das hat mir irgendwas gezeigt, dass was in den Menschen vorgeht, wenn der jetzt mal eine Euphorie spürt. Also als damals war das wirklich so. Und dann ist mal die Krankheit weg und ich habe es verdrängt, weil ich habe dann einfach, ich war fit und habe Schlagzeug gespielt. Und das war sagen, und so ging das halt dann los. Und dann habe ich mir das alles so selber beigebracht und dann bin ich in die Stadtkapelle Magdoberdorf gekommen. Da war ich dann 9 oder 10 Jahre alt und durfte da mitspielen. Ja, und war witzig. Und ich habe keine Noten gekannt, gar nichts, keine Ahnung von irgendwas. Habe aber so getan, als ob ich da als nach Noten spiele, habe ich so durchgeschummelt. Genau, an der kleinen Trommel, weiß ich noch. Habe ich da einfach mit durchgeschoben. Du Kölner hat es gemerkt, dass der Guide Noten lesen kann, der kleine Bur. Das war ja dann ich. Gell? Und so ist das halt entstanden. Und da habe ich eine Wahnsinnsfreiheit für jeden Auftritt. Ich war aufgeregt und ich habe mich am Montag schon gefreut, weil am Samstag vielleicht am Marktplatz oder am Stadtplatz Ding war, ein Standkonzert. Gell? Da war die ganze Woche war schon gerettet. Da ist was los. Ich kann da hingehen zum Spielen. Und ja, und so ist das halt mit das entstanden. Aber da war ja noch gar nicht die Rede davon, dass ich das mal beruflich mache. Also als Kind, gell? Sondern das war nur die Spaß an der Musik. Und dann mit 12 war ich dann schon in der ersten Band. Im Trio haben wir da gespielt. Ja, das durfte ich auch alles machen. Das war auch alles okay. Weil meine Eltern wussten ja, wo er steckt. Und wir haben da Boxen gebastelt und selber gebaut. Ja, wir haben ja kein Geld gehabt, so dass man also wie heute kann man Anlage leasen oder billig kaufen. Weiß, es gab ja nichts. Es gab gar nichts. Man bedenke, 1972 war das dann vielleicht oder 73, 74. So, und dann haben wir die Band gegründet und dann haben wir da gleich Hochzeiten gespielt und Geburtstage und das so Zeugs, gell? Das war alles dann nur im Trio und dann haben wir dann Gitarristen dazu genommen. Dann waren wir zu viert, dann konnten wir schon ein bisschen rockiger spielen, damals Dire Straits. Und klar, die ganzen Rockklassiker halt, AC/DC und das ganze Zeug, ja und so weiter und so fort. Und dann kam der Punkt, ich mache das beruflich. Und ich will ja bloß so, das war meine Denke damals, ich will ja bloß der Beste sein im Umkreis von 50 Kilometer. Das reicht mir doch. Habe ich mir gedacht, so, da wäre ich schon leben können davon. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung, wie ich da leben soll und wie ich das machen soll. Ja dann, tja, mach mal. Und dann, ja, also ich will Berufsmusiker werden. So, und dann ging das los. Na klar, natürlich nicht. Du lernst einen gescheiten Beruf. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ein gescheiter Beruf. Ja, und dann, klar, das Umfeld war dann schon so von der Verwandtschaft, von den Nachbarn, ja, mei, der Bub soll sich ein bisschen ausspinnen, das wird schon wieder. Ja klar, aber ein Berufsschlagzeuger zu der Zeit oder Berufstrommler zu der Zeit war ja undenkbar, gar keine Chance, null. Das war ganz weit weg. Dass es möglich ist, hat sich ja bis zum heutigen Tage ja bewiesen. Und ich glaube, ich war da so der Vorreiter für viele, was nach mir gekommen sind, wo die Eltern dann schon gesagt haben, ja, der Kinke, der geht's ja ganz gut, der verdient, der hat ja, der spielt ja und lebt und hat sogar Familie und alles, dann muss es ja, da kann es ja gar nicht so schlecht sein. Aber die denken ja immer gern ans Geld. Niemand denkt an das, um was es eigentlich geht. Ich habe nie ans Geld gedacht. Das Geld ist einfach so nebenzu gelaufen, wie es halt so ist. Ich habe einen Schüler unterrichtet, einfach so, der wollte halt was wissen. Aber weil ich gesagt habe, du, ja, die Stunde kostet so und so viel, ich habe dem was gezeigt. Das war damals der allererste Schüler, Arno Jauchmann, den gibt es heute noch, der spielt heute noch Schlagzeug. Und dann habe ich halt, was weiß ich, 5 Mark gekriegt. Aber ich wollte gar nichts. Das war einfach so. Oder ich habe gespielt, dann mit der Tanzband, aber wir haben alle nur gespielt, oder Willi und der Johann damals, wir Buben, wir haben gespielt, weil es uns Spaß macht.
Gage, ja, ihr kriegt doch ein Geld, ja, wenn wir was kriegen, ist ja gut. Dann haben wir ja Geld gekriegt. So, und dann haben wir das geteilt durch drei. Ja, dann habe ich da 50 Mark gekriegt für ein Abendspiel oder 20 Mark. Ja, aber da haben wir. Da haben wir. Wir wollten doch gar nichts. Wir wollten doch nur Musik machen. Weil in der Stadtkapelle waren wir ja auch gewohnt, dass man halt spielt und da kriegst du ja nichts. Es ist ja Amateurblasmusik. Also es war ganz weit weg. Und dann haben wir immer wieder gespielt und immer wieder Geld gekriegt. Und, hä? Kriegen wir schon wieder Geld? Also es war Vogelwelt. Und das ist komischerweise heute noch so, dass ich Musik mache, nicht des Geldes wegen, überhaupt nie. Heute noch nicht, sondern ich kriege halt ein Geld dafür. Was, weil ich wäre ja gefragt, was, wie hoch ist die Gage? Dann sage ich halt was. Klar, muss ich auch. Aber das ist heute noch, das läuft so ineinander rein. Ich mache Musik, weil es mir Spaß macht und weil ich ein hundertprozentiger Musikant bin. Aus dem Herzen raus und das ist mein Leben lang schon, weil ich das machen will. Und ich habe auch, nicht weil ich eine Profilneurose habe, sondern weil mir einfach das Musizieren Spaß macht. Und das Musizieren hat mit dem zu tun, dass man vor Publikum spielt. Das ist halt so. Da hat sich die ganzen 40 Jahre, seit ich es jetzt beruflich mache, hat sich nichts geändert. Aber der Knackpunkt war ja das, vom Amateurmusikant als junger Mensch, als Bub, dieser Übergang zum Beruf. Und das war der Knackpunkt. Da gab es Streitigkeiten, da gab es Tränen, da gab es Diskussionen endlos schon mit den Eltern und mit Umfeld. Du musst einen Beruf lernen, das kannst du ja immer noch machen, weißt du. Sag ich, na, das will ich jetzt machen. Also ich kam aus der Schule raus und dann war eine Kontaktperson, die, wo das wirklich möglich gemacht hat, dass ich Musik studiere. Und das ist schon das Wort Musik studieren. Wenn man studiert, man Medizin, man studiert Jura, man studiert Ingenieurswesen. Hast du noch gar nicht gewusst bis dahin, dass man Musik studieren kann? Nein, ich habe das auch nicht gewusst. Nein. Ja. Ich habe das nicht gewusst, weil ja eben im Oktober, ja. Ich war ja keine klar. Ahnung, dass es ein Wort gibt, Konservatorium, habe ich doch nicht gewusst, bis dato. Ja. Ein, wo man Musik studieren kann. Hä? Was ist das denn? Aber diese Kontaktperson jetzt aus Magdoberdorf, der war da schon und der hat gesagt, ich soll das einfach machen. Und der hat zu meinem Vater gesagt, wenn, dann soll er es gescheit lernen, hat er gesagt, du soll es gescheit lernen und dann soll er nach Augsburg gehen. Da kennt er den Direktor und da soll er da einfach mal vorspielen. Ja, gesagt, getan, bin ich mit meiner Mutter, weil ich nur so jung war und bin ich mit meiner Mutter nach Augsburg und ich habe vorgespielt. Die haben mich vorspielen lassen. Und da war dann mein zukünftiger Lehrer und der Direktor und Nummer Pädagogik, keine Ahnung, die haben einen drin gehockt und ich als Bub habe vorgespielt. So, jetzt muss man, soll ich weitererzählen? Ja, bitte, wie alt warst du da ungefähr dann? Ja, war ich 15. Ja. Also man braucht zum Musikstudium, also damals war es auf jeden Fall so, brauchte man Abitur. Klar, da war ich ganz weit weg. Also, dann haben wir gedacht, also eigentlich der Blödsinn. Aber ich wusste ja nicht einmal, dass man Abitur braucht. Das habe ich erst dann erfahren. Mhm. Hat ihr Sohn Abitur? Natürlich nicht. Klar, geht ja gar mit 15. Du warst ja selber 13. Klasse, weil du bist ja schon 19 oder sowas. 19, ja, damals Abitur. Also gut, dann auf jeden Fall habe ich vorgespielt. Ich durfte es trotzdem. Und die haben eigentlich dann gedacht, dass der halt ab und zu mal vielleicht reinkommt mit der Mama und der kriegt eine Stunde und zahlt und geht dann wieder. Na, ich wollte ja richtig studieren. Fulltime Studium machen. So, jetzt irgendwie ist das aber denen ich bewusst gewesen, dass ich das jetzt schon machen, weil die haben halt gedacht, der spielt jetzt vor und wenn er dann das Abitur hat in 3 Jahren, dann kommt er halt. Ja. Ja, der will halt jetzt bloß mal wissen, wie der Stand ist. Nein, also gut, ich spiele vor und dann war scheint es eine Faszination. Ja klar, dann müssen wir Musik studieren lassen. Hat dann der Direktor Volk, hieß der, und mein Schlagzeuglehrer dann, also am Konz, der Matthias Humbauer, hieß mein Lehrer, der hat irgendwas, die haben beide irgendwas erkannt an mir. Ja, also gut, dann nehmen. Okay, nachher kriegt er ein halbes Jahr Probezeit. So, und dann haben wir gedacht, ja, wie jetzt? Ja,
alles klar, das war ja im Frühjahr und im September geht Schule los. Ja, gesagt, getan. Also ich habe dann im Juli ja mit der Schule aufgehört, mit meiner, hier da, Realschulding. Und dann nichts wie weg. Und dann habe ich im September da angefangen. So, und dann ist es eher vom Kultusministerium, kam dann irgendwas raus, dass ich das ja noch gar nicht darf. Aber das ist erst nach dem halben Jahr, also da war das halbe Jahr rum, musste ich alle so Zwischenprüfungen ablegen, in allen Fächern, ob ich das überhaupt schnall. Und habe überall im Hauptfach, also Schlagwerk heißt es ja, das Studium, weil du machst ja Pauken, also Stabspiele, Xylophon, Marimba, Vibraphon, Snare Drum, also es war eine klassische Ausbildung fürs Orchester, für Staatsopern, Häusern, Philharmonien und sowas. Und genau, und da habe ich überall Einser gehabt, überall im Klavier. Und ich habe erst Klavier angefangen da, die normalerweise als Pflichtfach musst du Klavier auch schon gespielt haben. Aber durch das, dass ich so jung war, haben sie gesagt, das kann er ja nur bei uns lernen. Und da habe ich 0,0 Klavier gelernt auf die Schnelle. Und jetzt war die Faszination so groß bei mir, habe jeden Tag wirklich, ich habe 8 Stunden geübt. Das hat sich immer so, und dann noch die Schule, ich habe ja das nachts gemacht, weißt du, untertags war ja Schule. Und dann habe ich immer zwischendrin die Freistunden habe ich trainiert und so kam ich dann immer im Schnitt auf, ja, 7-8 Stunden tagtäglich, weil ich dann bis nachts um 11, 12 geübt habe. Und es war immer so, 2 Stunden Klavier, 2 Stunden Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon, Stabspiel und 2 Stunden und 4 Stunden Schlagzeug. Tag für Tag. Aber es war keine Qual, oder? Nein, das war. Weil du dann sofort im Flow-Zustand bist, wenn du vergisst die Zeit. Das hat Spaß gemacht ohne Ende. Und es war nie ein Muss, bis zum heutigen Tag nicht, dass ich, jetzt muss ich üben gehen, wie es halt viele so haben, gell? Ich will nicht üben, aber ich will auftreten, ich will gut sein, aber ich will nicht üben. Funktioniert auch heute noch nicht. Es gibt keine Tropfen, keine Tabletten, es gibt keine Spritzen dafür. Nee, du musst es selber machen. Ja. Nur dann funktioniert es. Und das geht nur mit Fleiß und mit Ausdauer. Also nicht nur mal kurzes Aufbäumen, jetzt übe ich und dann bin ich gut. Nein, das geht über Jahre. Es geht viele, viele Jahre, bis du das Handwerk wirklich, sagen wir mal, gut kannst. Es hört ja nie auf, gell? Ja. Aber bis du handwerklich so fit bist, dass du einfach ein guter Spieler bist. Egal, was du für ein Instrument spielst, letztendlich, ja. Ja. Was soll ich sagen? Und dann, dann ist das halt gewachsen. Und dann konnten sie mich nicht mehr rausschmeißen, weil ich so gut war. Ja. Ja, ey, wirklich ohne Scheiß. Und dann haben sie gesagt, ja, dann soll er bei uns bleiben. Aber jetzt kam wieder der Amtsschimmel, der mir gesagt hat, nein, der hat ja kein Abitur, das geht ja gar nicht. Und irgendwie ging das weiter. Dann war das erste Jahr rum, dann kam das zweite Jahr und ich war immer noch am Konz. Also im Konservatorium, das war das Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg. Und die Lehrer haben mich mögen und ich war einfach gut, in der Theoriefächer gut. Aber ich habe mich da jetzt schwer getan, das war genau meins. Ich wollte auch die Musikgeschichte wissen, die klassische Musikgeschichte, die hat mich fasziniert. Angefangen vom gregorianischen Choral im 12. Jahrhundert. Wieso gibt es 5 Notenzeilen und nicht 3 und nicht 4, sondern 5? Woher kommt das alles, die Geschichte der Notenlehre? Das war für mich faszinierend. Also habe ich einfach Geschichtsbücher gelesen und reingesaugt, ohne Ende. Dann Harmonielehre, dann Arrangement, dann Tonsatzlehre, dann Instrumentenkunde, Akustikfach, da geht es mehr um die Physik der Musik, die Schwingungen der Töne, wie das alles so zusammenspielt. Auch super hochinteressant. Und ich habe das einfach reingesaugt. Ich habe dem Lehrer zugehört in diesen Vorlesungen, dann habe ich mich beschäftigt damit. Aber weil ich musste, und es hat alles Spaß gemacht. Und witzigerweise, dann war ich ein sauguter Schüler. Ich war hier in der Schule, in der Mai. Das hat mir alles so gelangweilt. Das hat mich so angehässt. Das war eben meins. Und dann gehe ich nach Augsburg und hab nur Fächer, wo mich interessieren. Und zack, war ich super gut. Und hab dann auch ein 5. Jahr bewilligt gekriegt, ja, weil ich ja also so jung war. Genau, weil normalerweise macht das in 8 Semester. So, und ich konnte 10 Semester haben sie mir bewilligt. Hab's aber gar nicht gebraucht, ich habe doch noch 8 aufgehört. Ja? Und dann war dann der Weg der, dass sie mir gesagt haben, okay, ich kriege ein Stipendium am Maximilianeum in München und dann kann ich nur mit 2 Jahren Meisterklasse machen und so.
Dazu kam es leider nicht, weil ich war dann nach einem Abschluss, ich habe meinen Abschluss gemacht, also das heißt bei mir ja noch Magister der Musik, steht auf meinem Diplom, kann ich mich nennen, gell? Mag. ja, das ist ja wurscht. Und dann musste ich ja zur Bundeswehr damals und wollte ja auch, weil ich vorgespielt habe dann im Heeresmusikkorps 8 in Garmisch-Partenkirchen, Musikkorps, und habe ja auch wieder super Spaß gemacht. Und danach habe ich die 2 Jahre Meisterklasse, was ich bekommen hätte in München, habe ich nicht gemacht, weil ich am Ende der Bundeswehrzeit habe ich schon 2 Kinder gehabt. Das ging dann gar nicht. Und da wird es jetzt spannend, weil das ist ja immer so ein Thema, wenn jemand entweder noch ganz jung ist und gerade durchstarten will oder mitten im Leben steht und dann erst merkt, wow, vielleicht waren die Jahre, die ich in meine jetzige Karriere investiert habe, einfach nicht das Richtige. Mhm. Dann geht es ja darum, dass du diesen Mut auch brauchst und du merkst einfach, sobald du deinem Lebenssinn ein bisschen auf der Spur bist, wie du die Zeit vergisst und alles nur noch cool ist. Bei mir war es so, ich habe auch immer Musik gemacht und dahinter steckt aber, ja, dass ich irgendwie eine Aussage immer transportieren wollte. Und dann habe ich gemerkt, bei den Konzerten, ich habe mir dann auch irgendwann autodidaktisches Gitarre spielen beigebracht und dann nach 3 Griffe können, aber schon eine Band gegründet. Und dann bei den Auftritten habe ich gemerkt, dass mir das Ansagen der Lieder oft so Spaß macht, dass ich mich da völlig verliere und so. Und da merkt man schon, ja, der Lebenssinn kommt durch. Also mich hat die Schule damals einfach sowas von nicht interessiert, dass ich wirklich, das war für mich so schlimm, meinen Körper da irgendwie ruhig zu halten. Und heute schaue ich mir jeden Tag immer nur mindestens eine halbe Stunde irgendwas übers Gehirn an oder ich lese was drüber, weil das Thema ist, das ich lieb. Und wie du vorher gesagt hast, mir geht's auch nicht darum, mit meiner Selbstständigkeit oder mit diesem Selbstständigsein einfach jetzt reich zu sein oder viel Geld zu verdienen, sondern mir geht's darum, dass ich in der Früh aufwachen kann und mir denken kann, geil, heute fahr ich zum Kinker Max und dann hocke ich mit dem zusammen und wir machen genau das, worauf wir Lust haben. Und das, also du tust es aus der Liebe zum Tun. Ja, nur. Genau. Und ich habe das Gefühl, wenn du dich damit so in das große Ganze richtig einbringst so und der ganzen Menschheit irgendwas Gutes tust, ja, machst du ja mit deiner Musik genauso. Dann sorgt das Leben schon dafür, ja, genau, dass das Geld nicht ausgeht. Genau, und es war ja dann immer noch in der Zeit, wo ich da Musik studiert habe, dass immer noch zum Teil das Umfeld meine Eltern das madig gemacht haben mit dem Musikstudium. Und die haben das einfach nicht kapiert, was ich da in Augsburg mache. Weil, also ich konstruiere nichts, die sehen ja nichts von mir. Und ob jetzt ich da jetzt ein bisschen besser geworden bin als Musiker in meinem Spielen, als Schlagzeuger, oder nicht, das haben die ja greifen können. Weißt du, da ging erst einmal für die gar nichts weiter. Was macht der da eigentlich? Das ist doch so sinnlos, sowas blöd. Mei, und dann haben sie meinen Vater, meine Eltern eigentlich, Vater, Mutter, nein, geredet, das ist doch das hinausgeschmissenes Geld, was das kostet und überhaupt, und das ist doch alles Blödsinn, das soll doch da in der Stadtkapelle spielen und ein bisschen Musik machen mit der Tanzband, aber einen Beruf machen. So. Und ich habe immer dagegen ankämpfen müssen, gegen diese Meinungen oder dieses, in dem, was sie mich sehen, als gar nichts, als Loser, verstehst du? Ja, der spinnt halt einfach. Die haben ja nicht einmal gewusst, was ein Konservatorium ist jetzt im Nachhinein oder Musikstudium, was das bedeutet, wie schwer das eigentlich ist, wenn man das studiert. So, und das hat sich, die ganzen Jahre hat sich das auch, war das immer so in meinem Hinterkopf. Ich wäre ja bloß ausgelacht. Die sehen mich als kompletten Spinner. Aber ich glaube, das hat mir dann, das war auch so ein Punkt, wo mich stark gemacht hat, weil ich gedacht habe, okay, denen zeige ich es. Ihr werdet schon noch sehen. Euch zeige ich es alle miteinander noch. Und das habe ich ja dann letztendlich auch gemacht. Und einige haben dann zu mir gesagt, ja, das haben wir ja gewusst, was du da machst. Sag ich, ja, ihr habt ja echt, meine Eltern das ein bisschen madig gemacht und ich habe es da echt schwer gehabt, weil ihr, also Nachbarn oder so, weil ihr einfach mich da reingepfuscht habt. Hätte es halt gar nichts gesagt. So, und ihr, weißt du was, habe ich gesagt, und jetzt brauche ich euch auch nicht mehr. Jetzt braucht ihr mich nicht an Himmel, ja, der berühmte Max Kinker, jetzt auf einmal, jetzt kommt er dahergesprungen, ja, boah, du spielst ja da und da auf der ganzen Welt und bla bla. Sag ich, weißt du was, brauche euch nicht mehr, Ende, das war's. Und ich habe mir das Leben damals, wo ich jung war, schwer gemacht. Und naja, und das hat mich stark gemacht.
Und wie gesagt, ich wollte ja bloß ein guter Musikant werden. Ich habe ja gewusst, was alles draus entsteht, dass das eine, sage ich mal, für mich eine Weltkarriere wird. Hab doch ja. ich gewusst, das war auch gar nicht in meinem Ding. Ich wollte ja bloß Musik machen. Ich war nur ein Musikant. Ja. Aber ich würde jetzt ganz genau so sagen, jedes Kind auf dieser Welt weiß instinktiv, wie Selbsthypnose geht. Mhm. Und überleg mal, wenn du da auch jetzt auch als Zuhörer, wenn du als Kind draußen warst und vor allem alleine, dann hast du gespielt. Mhm. Du hast was anderes gesehen, als du in Wirklichkeit wahrgenommen hast. Du hast gespielt, dass du jemand wärst. Und das hast ja du gemacht, indem du dein Schlagzeug aus Getränkekisten aufgebaut hast. Du hast dir immer vorgestellt, was und wer du werden willst und nicht, wer du nicht werden willst. Und das ist ja der Fehler, den die meisten machen. Und das passiert ganz automatisch. Das erkläre ich jetzt nochmal kurz den Zusammenhang. Ich habe es in einem Podcast schon mal erklärt, aber es ist einfach wichtig an der Stelle. Wenn du den Mut besitzt, in egal welchem Umfeld, das hat nichts mit den Menschen zu tun, dass die deswegen besser oder schlechter sind, aber wenn du dich schneller entwickelst als andere oder mutiger bist, dann gibt es den Menschen das Gefühl, sie tun zu wenig und sie müssen sich vor sich selber rechtfertigen. Und das würden die auch abstreiten in dem Moment, das merken die gar nicht und das muss man denen auch lassen, weil sie beruhigen sich damit selber. Sie rechtfertigen sich vor sich selber, warum sie den Schritt nicht gehen und sagen, ja, aber das ist doch kein echter Beruf und wahrscheinlich hat die Hälfte davon selber davon träumt, auf großen Bühnen zu sein und das zu machen, worauf sie Bock haben, aber das traut sich halt einfach nicht jeder. Aber deswegen ist auch nicht jeder Schlagzeuger auf großen Bühnen und nicht jeder Astronaut und nicht jeder, ja, aber... Ich fände es schön, wenn du jetzt gerade auch als Zuhörer vielleicht mal überlegst, es gab doch immer diese Poesiealben damals bei uns in der Grundschule, wo dann immer jeder reinschreiben durfte. Und da stand was drauf, was willst du mal werden? Ja? Und natürlich gibt's Leute, die sagen, hey, es gibt vielleicht 5 Astronauten auf dieser Welt, die wirklich jemals ins All geschossen werden. Aber wenn du die 5 fragst, garantiere ich dir, dass die so einen Weg gegangen sind und nicht einfach zufällig Astronaut worden sind. Sondern die haben auf ein Ziel hingearbeitet, die haben geträumt und die sind diesem Traum nachgegangen. Ja, ja. Ja. Und jetzt würde ich, also total interessant, das ist natürlich schon eine absolute Champions-Geschichte, gell? Vom 15- oder vom 8-Jährigen am Anfang Dorf-Schlagzeuger, der noch nie ein Schlagzeug gesehen hat und selber eins aufbaut, so eine Karriere. Mich interessiert immer, ich mag den Hörern Mut machen, dass sie Fehler im Leben machen. Und dass sie vor allem, wenn sie mal Fehler machen, nicht sofort denken, dass das falsch war. Mhm. Weil man ja die Zusammenhänge im Leben immer erst hinterher erkennt. Mhm. Genau. Wenn du jetzt auf deine Zeit zurückblickst, gibt's so einen Fehler, wo du sagst, der war so krass, dass du mal dachtest, jetzt ist alles aus, aber im Nachhinein war es dein wertvollster Fehler? Ja, das war, was natürlich als bei mir immer mit Musik zusammenhängt, was passiert ist damals, dass ich nach der Bundeswehrzeit habe ich ja, wie gesagt, kamen zwei Kinder. Genau, meine Tochter, was jetzt bald einmal 40 wird, also ich bin jetzt schon 60, darf man ja sagen, gell? Ja, und immer nur mit deiner Frau verheiratet. Seit 40 Jahren immer noch verheiratet mit meiner Frau. Und meine Tochter wird jetzt 40, der Sohn ist 39, also sind genau ein Jahr auseinander. So. Also auf jeden Fall, gut, du bist eine junge Familie. Und die Bundeswehrzeit ist vorbei, ich habe einen Realschuljob angefangen, also Musikunterricht gegeben, habe aber dann gleich mal wieder aufgehört, weil es nicht meins war. Und ich habe den Mut gehabt, das zu machen, ich höre auf. Und zeitgleich habe ich in der hiesigen Tanzband Voice, die was es ja heute immer noch gibt, die Herren, haben mir schon regelmäßig gespielt und haben auch Geld verdient, so dass mir 4, also meine Frau, und die 2 Babys, dass man das alles so finanzieren kann. Wir waren in einer Mietwohnung, ganz klein und haben sparsam gelebt. Und auf jeden Fall ging das. Und dann habe ich zeitgleich in der Band aufgehört, kein Geld mehr verdient. Also wir haben ja jede Woche Hochzeiten gespielt und so Zeugs. Und habe den Realschuljob aufgehört. Kein Unterricht, kein gar nichts. Also kein Einkommen. Und der Unterricht habe ich aufgehört, weil mir das einfach in dieser Klassenunterricht, das, was ich auch mitstudiert habe, den pädagogischen Teil, war dann ausgebildet für Hauptrealschul- und Gymnasiumlehrer. Das habe ich so nebenzu mitgemacht. Aber das hat mir einfach absolut keinen Spaß gemacht. Und was mir keinen Spaß macht, hör auf. Das ist halt nur so. Das lasse ich einfach. Egal was passiert. Und
Dann mit der Band war das auch so. Ich habe dann ein neues Angebot bekommen von einer österreichischen Band, die hieß damals Austria Ensemble, mit Top-Musiker. Und habe gesagt, das muss ich machen. Jetzt waren da aber noch keine Aufträge da. Man musste zuerst mal proben. Gell? Wir waren eine 6-Mann-Band. Und der Bandleader Robert Rinder damals hat gesagt, ja, pass auf, wir spielen da und da. Also Wahnsinn, genau das will ich. Mal viel in der Schweiz, weil wir fahren nach, wir spielen dann in Genf. Hat auch alles gestimmt, aber das hat erstmal, wir mussten erstmal üben und machen. Da hat man also Plakate und Flyers und Postkarten, Autogrammkarten. Man hat Schallplatte. Tobias, kennst du das noch? Schallplatten. Da hat man 2 Schallplatten produziert, dass man was hat. Und dann ging der los mit Agenturen und so weiter. Wir waren dann bei Tiroler Musikkontakt, bei der Trinkwalder. Und das ging also relativ schnell. Aber dennoch war ein halbes Jahr null, niente. Keine Kohle, gar nichts. Und dann hast du so. 2 Kinder? Und 2 Kinder und nichts. Und man muss ja sagen, eigentlich ist es ja genau der richtige Schritt in dem Moment zu sagen, ich bin jetzt immer besser geworden und besser und besser. Mhm. So, jetzt ist wie der Fußballer, der dann weiter in der Dorfmannschaft spielt, der kann irgendwann nicht mehr weiterkommen. Ich suche mir jetzt einfach wirklich Profis, wo ich dann mal wieder wirklich schauen muss, dass ich mitkomme. Also eigentlich ein super Schritt. Das war ein super Schritt, aber natürlich kommst du wahnsinnig ins Zweifeln, war das der richtige Schritt, weil die anderen haben ja ich habe Nachfolge gebracht in die Band. Die haben ja gespielt und gespielt. Ich habe das mitgekriegt, dass die spielen und Geld verdienen. Und ich habe gesehen, der wo nach mir unterrichtet hat an der Realschule, der verdient da auch sehr festes Einkommen und ich hätte es alles haben können und mach's nicht mehr. Und dann waren schon sehr große Zweifel, ob ich das richtig gemacht habe. Weil das ist zwar alles gut und recht, mit den super Typen da im Proberaum zu spielen und das war alles wunderbar. Das hat total Spaß gemacht, aber ich habe nichts verdient. Ich musste ja schauen, dass irgendwo ein Geld reinkommt, weil ich habe den Druck gehabt, schon sehr jung, dieses Familienkonstrukt zu erhalten. Ich wollte das ja auch. Also ich habe mir gesagt, du, ich verdünnisiere mich jetzt, schau du, wie du zurechtkommst, als alleinerziehende Mutter und ich keine Ahnung, ich mache irgendwas, gehe bei so einem Kumpel über Nacht da, wie man halt dann so. Habe ich nicht gemacht. Ich habe immer dann gesagt, nein, wir schaffen das, warte einfach nur. Das wird schon. Und hast, darf ich ganz kurz einhaken, hast du in dem Moment dann nochmal die Stimmen von dem Umfeld von früher im Kopf gehabt, so, hättest du noch was Gescheites gelernt? Oder? Das war auch, genau, das kam dann schon auch, habe ich es doch falsch gemacht? Habe ich jetzt sie komplett versagt oder was ist da los? Das nutzt mir nichts, mit den Typen zu proben, was Spaß macht, aber die waren ja auch alle älter wie ich, die haben ja schon irgendwas gehabt und die waren ja alle Junggesellen, das waren ja lauter Einzelkämpfer. Mhm. Und ich war der Einzige, der wo schon die Familie, das Familienkonstrukt gehabt hat. So. Also irgendwie, wenn das so länger gegangen wäre, glaube ich, hätte ich es geschmissen. Aber in diesem halben Jahr sind dann auf einmal Jobs daherkommen. Also Aufträge daherkommen, wo ich natürlich ums Vielfache verdient habe, als wie ich in der Band. Also ich rede jetzt einmal von Markzeiten. Also habe ich Hochzeit gespielt, habe ich, sagen wir mal, 150 Mark gekriegt. Das war D-Mark, genau. 150 Mark gekriegt oder 200 Mark höchstens. So, jetzt spiele ich den ersten Auftrag nach einem halben Jahr Durststrecke. Fahren wir nach, weiß noch gut, nach Zürich, in der Stadthalle Zürich, haben wir eine Gala gespielt und habe 600 Franken gekriegt. Das war ja damals zur D-Mark ja Wahnsinn. Ich hab am Abend dann die Gage gekriegt, bar. Jetzt sagen wir, das gibt's doch, das ist ja der Hammer. Und so ging es dann weiter. Und man hat mich dann weitergereicht. Ich bin dann in die Studioszene beim Koch Records in Elbigen Alb, was jetzt Universal Studio ist, also in Höfen heißt das da bei Reute. Da bin ich eingerutscht. Dann, weil ich ja punktgenau Schlagzeug spielen konnte, nach Klick, also ich war 100% sicher. Und die Bands, diese österreichischen volkstümlichen Bands oder die Pop-Bands, Austria-Pop-Bands, die haben dann mitgeholt, um Schlagzeug im Studio einzuspielen, weil die die Schlagzeuge da gehabt haben im Tirol. Also, was habe ich gemacht? Ich habe dann bei der Zillertaler Schürzenjäger mitgespielt, weil es ja nur ein Name ist, denke ich mal, Schallplatten mit eingespielt, bei der Kastelroute bei Nockheim. Also tonnenweise Bands habe ich mitgespielt, also als Schlagzeuger im Studio, nur im Studio, nie live, nur im Studio.
Und war dann mit der Band unterwegs. Wir waren dann immer mehr unterwegs und nach einem Jahr waren wir ausgebucht. Wir haben Zeltfeste gespielt, Galas gespielt, wir haben in Finnland gespielt, wir haben auf der Fincher, auf der Fähre gespielt, Kreuzfahrtschiffe in ganz Europa, also Österreich, Schweiz, Deutschland, hauptsächlich war das Einzugsgebiet. Wir haben super verdient, was dann ein Wahnsinn war und nicht mehr vergleichbar mit der Band vorher. Mhm. Aber wie gesagt, es war ein halbes, dreiviertel Jahr Durststrecke, wo Zweifel kamen, habe ich das Richtige gemacht. Mhm. Und das war das Richtige. Und das nur durch diese Talfahrt, wo ich dort durch bin, und ich habe einfach gesagt, na, jetzt habe ich so viel Zeit investiert in das Üben. Ich habe ja geübt, Tag und Nacht, und die Faszination war ja immer nur da. Aber nur, wie geht es jetzt weiter? Und durch diese Talfahrt dann, diesen Wechsel von dieser Tanzband hier am Ort und meinen Realschuljob, weil ich das alles freigemacht habe, ich habe mich befreit und habe was Neues angefangen und musste durch die Talfahrt durch und dann ging es bergauf, aber ganz schnell. Dann bin ich an die Musical-Theater gekommen, Theater an der Wien, im Starlight Express in Stuttgart. Dann später, viel später König Ludwig habe ich gespielt, die ersten zwei Produktionen alle. Und natürlich die ganzen Stationen, was ich nach dieser österreichischen Band, Austria Ensemble, Studioszenerie, was da als sich entwickelt hat, all in diesen wertvollen, sage ich mal, 10 Jahren, hätte sich niemals entwickeln können, wenn ich den Mut gehabt hätte, den Cut zu machen. Dass ich doch durch eine Durststrecke muss, habe ich ja gewusst. Aber ich habe gesagt, ich gehe zum Fendt und arbeite da halbtags oder irgendwas, das ist ja cool, ich verdiene nichts. Ich habe einfach das durchgehalten, ja, mit der Frau, ja, mit den Kindern. Einfach durchgehalten und gesagt, okay, das wird schon. Dran glauben, das wird schon. Und dann ist es auch geworden. Und dann kamen peu à peu die weltweiten Kontakte. Drum über 25 Jahre China. Haben wir aufgebaut, den chinesischen Markt. Du kannst Chinesisch, gell, hast du mir vorher erzählt. Ja, was heißt können? Ja, also der Mandarin-Dialekt, genau. Ja. Haben wir dann die Ansagen gemacht. Nishman, Sishman, Wang Shanghao, Kong Hu, Wang Ling, Nime Kaisima. Kaisi. Zum Beispiel. Ja, und dann sagt er, ja, der fantasiert ja was. Dann sage ich, nein, ich fantasiere nicht, das ist wirklich so. Ich kann es ja nur mal sagen. Nishman, Sishman, Wang Shanghao, Kong Hu, Wang Ling. Ich weiß nicht, ob jemand, ob ein chinesischer Zuhörer da mithört, der würde das jetzt wissen, was ich da gesagt habe. Geil. Ja? Und wie viele Leute hätten in diesem halben Jahr gesagt, okay, ich hab's versucht, genau, jetzt gehe ich halt arbeiten. Genau, jetzt lass ich's. Und ich weiß auch noch, als ich den Schritt gegangen bin, mich Vollzeit selbstständig zu machen, ich habe teilweise dafür bezahlt, dass ich Vorträge halten darf, bin bis nach Innsbruck gefahren, habe ein Hotel genommen für, was weiß ich, 200 Euro und dann waren 3 Leute im Vortrag, kein Flipchart, dann habe ich Messeplakate, habe ich abgerissen und umdreht an die Wand geklebt, habe Vortrag vor 3 Leuten gehalten, ja, aber 2 von den 3 Leuten kamen dann zu mir, wirklich nach Kempten die Praxis hinterher und so einfach, ich habe das Gefühl, das Leben, wenn man es denn wirklich so einfach mal spirituell betrachtet, das will manchmal wissen, meinst du es wirklich ernst mit deinem Traum? Ja, ja. Und dann musst du die beweisen und genau, dann wirst du aber wieder ganz, ganz gewaltig belohnt. Genau, und so ging das dann peu à peu in dieser Band damals, also in der österreichischen Band. Da hat zum Beispiel der Charlie Augscher mitgespielt, ein Wahnsinnssaxophonist. Der hat wieder andere Kontakte gehabt, der hat mich dann da wieder reingebracht. Und dann kam der Arturo Perez, der war früher bei Ambroselos, der hat mich dann da wieder, also woanders in eine andere Szene nur mit neibracht oder empfohlen. Es geht ja viel über Empfehlung. Mhm. Ja, nicht über Castings, mhm, sondern über Empfehlung. Du nimm den, der kann das alles. Ja. So. Und das war bei mir, dass ich sehr zuverlässig bin, was mir sehr geholfen hat in dem Beruf gegenüber vielen, gegenüber anderen Musikern, die wo einfach sagen, okay, um 6 ist Soundcheck, dann kommen sie ja schon um 7:30. Also alle, oder Alkohol zum Beispiel, einfach immer die Birne doch klar halten, also nie absaufen in Drogen und Alkohol, mhm, deinen Job ernst nehmen und zwar immer mit Hochachtung und Respekt deinen Beruf behandeln. Das, was ich heute noch mache, ich habe immer nur Respekt von der Musik und ich gehe immer nur respektvoll mit mir selber um und bin sehr kritisch mit mir selber heute noch. War das gut genug, was ich gespielt habe? War das okay? Und mein Auftrag ist immer das, die Leute zu unterhalten, zu faszinieren mit dem, was ich mache.
Und der andere Baustein, eben 40 Jahre Unterricht. Ich weiß nicht, wie viele tausend Schüler in meiner Schule schon waren, von Kindern bis über einen Studenten, bis über einen Amateurmusiker, Schlagzeuger. Auch diese Faszination, denen das beigebracht zu haben über Jahre, dass die heute immer noch spielen. Und das Witzige ist, ich glaube, die kennen, also ich habe mit so vielen noch Kontakt, die weiß ich jetzt auch schon 40 sind oder 45 Jahre, die was damals Kinder waren, weißt du, das ist ja Wahnsinn. Und das ist eine Sache, die was mich so glücklich macht und so befriedigt, zu sagen, nach meinem Leben, du, ich habe so viele Leute glücklich gemacht und ich habe vielen was zeigen, was beibringen können. Und mehr kann ich doch nicht tun, oder? In meinem Leben. Ja. So. Und dann, also die Geschichte mit der Musik ging dann eben weiter, dass ich dann irgendwann einmal, ich habe ja mit Gott und die Welt dann gespielt und habe dann Verbindungen gekriegt nach Las Vegas und das war der nächste Traum. Ich weiß noch gut, wo ich ein Bub war, vielleicht mit 15, da war ich schon in Augsburg, da hat meine Mutter Zeitung geblättert, daheim, weiß ich noch gut, und da kam dann in der Neuen Post, weißt du, also eine Frauenzeitung, und da schlagt die um und ich sitze mit ihr so da und da kommen zwei Seiten über Las Vegas. Boah, das wäre mein Traum, da will ich auch hin, das ist genau meins. Aber ist ja ganz weit weg, ja. Ja klar, meine Mutter, ja klar, logisch, Las Vegas, das war ja... Also ich machbar einfach, aber ich habe eine halbe Stunde die Bilder angeschaut und die Texte drunter gelesen. Das will ich, da will ich hin. Aber keine Ahnung wie. Tatsache war es jetzt so, dass ich schon 8-9 Mal in Las Vegas jetzt gespielt habe, Shows gespielt habe. 9 Mal war ich in Las Vegas, bis natürlich der erste Lockdown kam, sonst hätte ich jetzt letztes Jahr und jetzt auch gespielt immer. Aber es kommt ja alles wieder. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, irgendwie durch diese vielen Kontakte, was eben genau nach dieser Talfahrt passiert sind, durch diese vielen Kontakte, was sich dadurch ergeben haben, bin ich wahrscheinlich auch nach Las Vegas gekommen. Oder die ganzen Jahre in China, was wir aufgebaut haben mit Lufthansa und Kempinski Hotels. Da haben wir die Shows gespielt für den europäischen Markt und für den amerikanischen Markt. Das ist eine unglaubliche Geschichte, was die chinesische Geschichte angeht. Dann auch später dann die Las Vegas Geschichte, wie es da dazu kam, was ich als Deutscher, als Allgäuer Trommler da spiele. Ich meine, das muss man sich ja vorstellen, es gibt ja hunderte von super Schlagzeugen in Amerika. Warum ich das mache? Witzig, oder? Und dann wäre ich hab mich dann nicht mehr beworben, sondern die haben mich angefordert, dass ich komme. Krass, oder? So, warum? Das ist wieder der Deutsche, der ist pünktlich, der sauft nicht, der hat super Klamotten an, der spielt alles vom Blatt runter, also Blatt spielen, also Noten lesen. Und das hat mir ja mein Unterricht bis zum heutigen Tage geholfen, dass ich jeden Tag 6 Stunden Noten lesen muss, quasi mit den Schülern, ob es leicht ist oder schwer ist, aber ich bleibe im Notenlesen, denn ich lese schneller Noten als wie irgendein Text. Ich kann besser Noten lesen am Klavier und am Schlagzeug als wie lesen. Krass. Bin ich viel schneller. Weil, ja klar, ich trainiere jeden Tag. Ja. Musst du mir vorstellen. Ja. Auch heute wieder, wenn du heimfährst, hocke ich 6 Stunden unten und tu Noten lesen und Schlagzeug spielen. Und üb mit und spiel mit. Ich spiele ja alles vor. Dann spiele ich mal alles 3-mal so schnell, dass wir mal sehen, wie das dann klingt, wenn das so und so ist. Also, dass sie auch fasziniert sind, motiviert sind. Ja, und dieses Notenlesen hilft mir doch im Unterricht. Wenn ich den nicht hätte, dann hätte ich es ja auch trainieren. Also wäre auch schon wieder langsamer. Und durch dass ich das so viel mache, habe ich da einen Vorteil, was Arrangements lesen geht. Ja. Fürs Orchester, für Big Band, für Blasmusik, für Bands, egal was es ist. Ich sehe die Noten, habe gleich einen Überblick, was ich zu tun habe. Und der andere, der braucht ja viel länger oder verspielt sich 1000 Mal. Keine Ahnung. Darum braucht man mit mir Proben großartig, weil ich das alles vom Blatt spielen kann. Alles. Und trotzdem kommst du jedes Mal wieder zum Martin, zum Legendentreffen und sagst, ich habe extra Look, ihr habt gerade. Ja, genau, das ist mein Understatement-Ruf. Ja, genau. Extra. Ja. Boah, also. Ja. Kann man sagen. Genau, und dann kam ja die Zeit, wo ich dann empfohlen wurde, und das war dann schon eine tolle Zeit, wo ich dann bei Max Greger mitgespielt habe. Da habe ich sogar vorgespielt. Das war ein Casting, aber da hat mir jemand empfohlen und dann ruft er mich eines Tages an. Ja, grüß Gott, da ist Max Greger München. Ich habe gesagt, Gottes Willen, das kann doch diese Zeit, dass der mich da anruft. Ja,
hat was vor und ob ich vorspielen will. Da habe ich so wurscht, dann bin ich in die Heidi Vollm nach Planegg gefahren, an einem Montagabend, habe vorgespielt. Da waren andere ohne da und zack, hat er mich genommen. Mhm. Vielleicht, weil ich auch Max heiße, vielleicht war das der Vorteil, ich weiß es nicht. Krass. Und dann waren viele, viele, ja, was heißt, 16, 18 Jahre habe ich bei Max Geiger gespielt. Das war dann, das war 2001 oder so hat es begonnen. Und das war wieder eine ganz tolle Erfahrung für mich, weil es wieder ganz was anderes war. Und das war ja die Swing-Legenden-Geschichte, was die da aufgebaut haben. Das Projekt Swing-Legenden. Und das war eben, da war der Hugo Strasser dabei, der Max Greg eben und der Paul Kuhn. So. Und ja, und dann ging das so los. Und dann hat man Tourneen gespielt, alle Jazz-Festivals und alle Häuser, sei es Gärtnerplatz-Theater, Gasteig, das Prinzregententheater und dann bis in den hohen Norden auf. Alles gemacht und das war schon eine coole Zeit. Und da habe ich auch mit den alten Legenden gespielt. Also Peter Kraus, die Kessler-Zwillinge, Bill Ramsey, wer da alles dabei war, dann immer so. Genau. Also es war eine tolle, interessante Zeit. Genau. Und dann immer tollste Hotels, gell, weil die alten Handy haben sich das leisten können. Und wir Musiker durften natürlich mit, gell. Weil der Sohn hat Klavier gespielt und der Max, Rocky Knauer am Bass und ich am Schlagzeug. Ja, dann konnten die auch schon gar nicht mehr ohne mich, weil ich dann schon so, ich habe so viele Schlagzeug-Solis gemacht und die waren so krass, gell, dass dann ein ganzes Prinzregententheater nach 10 Minuten Schlagzeug-Solo aufgestanden ist und Standing Ovation ich bekommen habe, Trommler aus Marktoberdorf, Standing Ovation, das hat noch kein Trommler geschafft vor mir beim Gregor. Und wow. Dann war der hin und weg, gell, weil ich halt was fabriziert habe mit meiner Art und Weise, was die anderen erhaltet. Die haben das nicht gekonnt oder haben das nicht so hinkriegt. Ja. Ich weiß nicht, weil wenn ich spiele, dann schaue ich nie so verbohrt, sondern ich schaue halt immer nur in die Leute rein und ich wurstel da rum und lache einfach. Genau. Und immer dieses Entertainment im Hinterkopf. Ja. Ich spiele nicht nur für mich, ich spiele für die Leute. Also schaue ich die Leute an, schaue, wie die reagieren. Und das war vielleicht das Ganze. Ich war nie so verbitterter Trommel. Ich bin ja auch kein verbitterter Mensch. Also ich hab ja Spaß in meinem Leben. Und ich will, dass die Leute Spaß haben und mir, wenn sie mir zuschauen, dass sie einfach komplett fasziniert sind. Und das kriege ich, wenn ich introvertiert bin. Mhm. So. Also immer den Kontakt habe ich. Darum habe ich meine Becken, weißt du, im Schlagzeug gibt es ja die Becken, gell? Mhm. Stelle ich immer nur so hoch und so, dass ich freie Blick habe. Manche, die bauen sich ja zu mit Trommeln und Becken, dass sie die Leute, kommt mir vor, nicht sehen. Ja. Und das ist genau komplett verkehrt. Und wenn du die guten Trommler siehst, die haben immer alle die Becken so gestellt, dass sie immer Kontakt zu den Menschen haben. Also so zugestellt. Genau. Ach krass. Jetzt habe ich noch ein Foto von dir und Siegfried oder Roy gesehen. Was hat das auf sich? Ja, Siegfried und Roy waren ja die die Magic-Zauberlegenden in Las Vegas immer schon. Die sind ja Weltstars. Ja, und eines Tages spiele ich halt und da war Siegfried Fischbacher, der von Rosenheim, der Blonde, der war dann da und den habe ich kennengelernt. Ach, das war ein Deutscher? Das sind beides Deutsche. Ah ja, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Genau, der Roy Horn, weißt du, wo gebissen wurde vom Tiger, war ja eher so der Dompteur und der kam aus Bremen, also in der Nähe von Bremen. Und der Siegfried Fischbacher, der kam aus Rosenheim. Und der war der Zauberer, also der hat einfach die ganzen Tricks so entwickelt und gecheckt. Also war ein sehr heller Kopf. Und der andere war eher der Dompteur für die ganzen Tiger und Löwen und das Ganze. Die Weißen, die haben ja doch die Weißen, ja, genau. Tiger und Löwen haben die doch gezüchtet und so, und weil die so vom Aussterben bedroht sind und so weiter. Ja, und habe ich kennengelernt, ja genau. Und dann haben wir, weil nämlich der Siegfried Fischbach und das war auch wieder dieser Kontakt, Max Greger bekannt waren. Und ich habe halt gesagt, dass ich der Schlagzeuger von Max Greger bin, zu der Zeit damals. Ja, der Max und so weiter. Und dann, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ja ich auch ein bisschen Zauber durch, so Close-Up-Zauberei mache ja ich. Aber logisch, geil. Das macht man halt so. Dann kam der Kontakt und dann redet er mit mir und ganz normale Menschen, so bescheiden und so auch spirituell, sehr spiritueller Mensch, der Siegfried. Ich war so fasziniert, also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und der hat mir dann auch eine Münze geschenkt, quasi mit dem Spruch, glaub an dich, mach was.
und denk, und das Leben ist Magie und mach nur das, was dir Spaß macht, und dann läuft alles von ganz alleine so, also in diesem Wortlaut ungefähr, mhm, im Sinn her, mhm, weil er das ja auch gemacht hat. Ja. Die haben ja auch, die waren beide Kölner oder was, oder ja genau, die haben geköllnt auf dem Schiff und sind einfach in die weite Welt und haben geschaut, was passiert. Die haben doch auch gewusst, die haben im Wohnwagen mit dem Auto sind sie nach Las Vegas gefahren, haben nichts gehabt, erst einmal, gar nichts, null. Haben ja halt rumgezaubert, ja klar, zwei so deutsche Pappnasen da, jetzt, mhm, macht man. Und dann, bumm, werden die zum Weltstar und zu den bestbezahltesten Magic Mans, mhm, weltweit. Ja, es ist mega reich, was das eine ist, aber das war's ihnen, glaube ich, auch wurscht war immer. Die waren, glaube ich, so richtige, so Workaholic, oder? Also die haben genau neben den Shows auch noch ständig dann weiter trainiert und von einer Show in das Training, dann in die nächste und auch die ganzen Handwerker, da durfte ja einer gar nicht wissen, was der andere macht, wenn die Anlagen gebaut haben, damit keiner den Trick nachvollziehen darf. Genau, und so, die Tricks hat keiner gewusst, den kompletten Trick haben nur die zwei gewusst, wie die funktionieren. Ja. Die anderen haben nur immer Teile davon gewusst, aber der Zusammenhang, ja, weil das war ja ein Handwerkerstab von, sage ich mal, 100 Leuten. Mhm. Da gab es außerhalb von Vegas eine Werkshalle, da brauchst du einen Schreiner, da brauchst du einen Werkzeugmacher, da brauchst du einen Industriemechaniker, keine Ahnung, einen Elektriker, und da haben die ganzen Maschinen, was man halt zu dem Zaubertrick braucht, haben die da zusammengebaut, aber die Konstruktion, den Bauplan hat der Siegfried gemacht. Hat alles er gezeichnet. Und die Abfolge, dann brauchst du nur die passende Musik dazu, dann brauchst du nur die passenden Tänze dazu. Also da haben die eine Show aufgebaut, und natürlich, die müssen ja auch gecheckt haben, wie das mit den Löwen geht. Weil der Löwe ist da, jetzt mal ist er da, und da ist er nicht mehr. Also, und wie funktioniert das ja alles? Und das ist ja, ein bisschen weiß ich was, aber nur ein bisschen, weil ich halt die Bücher gelesen habe und so. Aber ganz genau kannst du auch sagen, wie das funktioniert. Natürlich hat sehr viel mit Licht zu tun. Aber das muss ich erstmal alles machen. Auf jeden Fall war das ein Erlebnis für mich. Das bleibt ewig in meinem Gedächtnis. Jetzt sind sie ja leider beide verstorben. Aber dennoch, ich habe noch einige Bilder gemacht, und die Münze habe ich von ihm, eine Goldmünze bekommen. Und die gibt er nur den Leuten, die wo auch diesen Weg gegangen sind, wie ich jetzt zum Beispiel, so einen verrückten Weg, einfach, wo es wahnsinnig hart ist am Anfang. Mhm. Und das war ja bei den beiden auch, das sind ja Nachkriegsmenschen, und die haben ja auch nichts gehabt, denen ihre Eltern, da war auch nichts da, gar nichts. Die haben einfach von null auf, haben die das angesetzt, das Ganze, und genau, die Pflanze gesät, von null, wachsen lassen. Nichts Casting, nichts gleich von heute auf morgen ein Star sein. Ja. Nix, null. Ja. So. Und das war bei mir auch so. Ja, das kannst du ja nur machen, wenn du das Tun liebst. Ja, genau. Weil sonst hast du ja gar keine Lust, so viel zu üben. Sonst ist das Üben ja nur ein Werkzeug dafür, dass du bekannt wirst. Genau. Und das kann nur, wenn du die Sache liebst, so toll funktionieren. Genau. Und jetzt, also dass es bei Siegfried und Roy auch so war, dass die einfach mal mit null gestartet haben, das wusste ich jetzt auch nicht. Und so hört man immer wieder, dass es solche Wege gibt. Die ganz, ganz große Mehrzahl der Menschen geht diesen Weg nicht, weil unser Gehirn mag das nicht, dass wir ständig außerhalb der Komfortzone sind, und es sagt, es ist bequemer, den Weg nicht zu gehen. Aber jetzt sage ich dir mal was. Das ist meine Erfahrung, sagt einfach nach 2.500 Lebensgeschichten, die ich gehört habe. Es ist hart, den einfachen Weg zu gehen. Und den harten Weg zu gehen, wird am Ende das Einfache und das Schöne sein. Mhm. Und deswegen, wenn du da draußen deinen Lebenssinn spürst, dann hör drauf. Geh ihm einfach nach. Egal, ob es als Hobby oder als Beruf ist, aber geh dem nach. Die Neurowissenschaft findet immer wieder neue Sachen über unser Gehirn raus, und wir wissen noch gar nichts. Die Forschung findet raus, dass der Mikrokosmos eigentlich doch noch viel kleiner ist, als wir uns vorgestellt haben, und dass das Weltall oder das Universum noch viel größer ist, als wir uns vorgestellt haben. Und das ist alles so spooky, was da passiert, dass dieses Leben, das wir haben, daraus müssen wir das Beste machen. Und ich glaube, der kleine Max aus Markt Oberdorf hat nie aufgehört zum Spielen, wenn man das sagen kann, oder? Als Kind. Ja, und spielt heute noch sein Leben. Genau, ich bin immer noch Spielkind. Ich auch. Also und das ist das Schöne. Ja, irgendwo bin ich ja wahrscheinlich ein Kind geblieben. Ja.
das, was heute noch fasziniert ist von dem, was es tut, was er tut, also ich tue. Das lässt mich einfach nicht los. Und darum weiß ich auch, darum mache ich das bis zum Schluss meines Lebens, solange ich das machen darf, aus gesundheitlichen Gründen, solange mir der Herrgott die Gesundheit weiterhin gibt und ich tue sehr viel dafür, werde ich Musik machen, solange es geht. Und das haben meine Vorgänger, also mit denen meine Bandleader auch gemacht, Gregor oder viele andere auch natürlich, die waren über 80, haben immer noch gespielt, auch im klassischen Bereich, die Dirigenten, die Musiker, die sind alle 75, 80, 85, 90, solange die gesund sind, machen die das. Und warum sollen sie es nicht machen? Weil wenn sie ja dein liebstes Hobby machen, ja, wenn du die Freiheit hast. Wenn du es nicht machst, dann stirbst. Ja. So, dann ist kein Lebenssinn mehr da, genau. Ende der Vorstellung. Eben. Und solange das Spaß macht, und das macht es ja auch, warum soll es jetzt nach 40 oder nach 50 Jahren keinen Spaß mehr machen? Kommt auf jeden Fall nicht, kann nicht vorkommen. Und darum werde ich das machen, solange ich das machen kann, solange es die Gesundheit zulässt. Das ist schon, ja, ist ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, das Körper, Geist und Seele, das ist ja so ein Triumvirat, wo zusammenpassen muss. Weil der gesunde Körper nutzt nichts, wenn die Seele krank ist oder umgekehrt. Oder wenn der Geist krank wird und dann nutzt der gesunde Körper wieder nichts, die Seele. Also es muss ja alles so zusammenpassen, oder? Das bin ich schon richtig. Ja, genau. So, und das versuche ich immer, mir jeden Tag klarzumachen, dass dieses Dreigestirn Körper, Geist, Seele, das muss funktionieren. Ja. So. Also, mein Seelenleben funktioniert doch mit meinem Beruf, weil ich das mache, was mir Spaß macht. Ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Ich mache es einfach nicht. So, und da habe ich auch schon sehr viele Kritik einstecken müssen, weil die kapieren das ja, weil ich bin ich, und wenn mir was keinen Spaß macht, mache ich es nicht. Also, egal was ich mache. Und mein Geist halte fit durch das, dass ich jeden Tag spiele, und mein Körper halte fit, dass ich jeden Tag schon gesund ernähre, ihm viel Wasser gib, wie eine Pflanze, dass alles bewässert ist und gehe viel raus, frische Luft. Also ich bin jetzt nicht blass, oder? Nee. Genau, ich bin genau. Und mache das, was ich halt Spaß habe, und bin viel in der Natur draußen. Ja. Genau. Also jeden Tag, ja, so gut es geht. Mhm. Vielen Dank, Max, für deine Lebensgeschichte, den Mut hier auch über die ganze Geschichte zu sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, du da draußen, wenn du das gerade hörst, der Podcast wird dir wirklich Mut machen. Wenn du deinen Lebenssinn noch nicht kennst, mach dich auf die Suche. Besuch Seminare, lese Bücher, hör Podcasts. Es ist es wirklich wert. Wenn du den Weg mal gefunden hast, dann fühlt es sich an wie eine zweite Geburt. Und es wird kein Tag mehr vergehen, wo du nicht aufwachst und dir denkst, geil, der Tag gehört mir. Und ich mache genau daraus, worauf ich Bock habe. Und deswegen, trau dich, diesen Weg zu gehen. Mach's einfach. Das bringt deine Augen zum Leuchten. Und was gibt's denn Schöneres als leuchtende Augen? Jetzt haben wir lang gesprochen, jetzt gibt's noch den versprochenen Buchtipp. Heute habe ich mal ein bisschen was unter die Haut geht. Und ich brauche das so einmal im Jahr, dass ich ein Buch lese, wo mir mal einfach nochmal so richtig die Augen öffnet und mir zeigt, was eigentlich alles auf dieser Welt passiert, ja, um Mitgefühl zu entwickeln und um eine ganz andere Zufriedenheit oder ein ganz anderes Lebensgefühl zu erlangen. Und das Buch heißt Stadt der Freude von Dominique Lapierre. Und die Stadt der Freude, also das ist ein Tatsachenbericht von einem Pfarrer, glaube ein französischer Pfarrer, der sich entscheidet, in der damals ärmsten Stadt der Welt, ja, mit den Menschen in den Verhältnissen, wie sie leben, zusammenzuleben. Und man muss sich vorstellen, und die Zahlen stimmen, jetzt lasst das bitte mal wirken, da leben zum damaligen Zeitpunkt
70.000 Menschen auf der Größe von 3 Fußballfeldern. Das heißt, im Durchschnitt wohnen die zu 17 auf 2,5 bis 3 Quadratmeter. Das heißt, die Wohnung ist so groß wie, wenn man es Wohnung nennen kann, wie eine Matratze. Und da hängen dann einfach an der Wand links und rechts Bretter und jeder legt sich auf ein Brett drauf. Du wirst nachts von Ratten angefressen. Und also die eine Seite in dem Buch stammt von diesem Pfarrer und der beschreibt, was man da so erlebt. Und der andere Teil ist eine Bauernfamilie, die es leider nicht schafft, auf dem Land zu überleben. Und die wollen dann in die Stadt, um da irgendwie zu überleben. Und man muss sich vorstellen, die können sich nicht hinsetzen in dieser Stadt, weil schon außerhalb, auf jedem Quadratzentimeter schon jemand sitzt. So ein Elend ist da. Da gibt's kein fließend Wasser. Und dieser Mann wird dann Rikscha-Fahrer. Also der zieht andere mit so einem Wagen von Hand durch die Straßen. Und jetzt sage ich dir noch ein Detail. Da gibt's trotzdem noch genügend krasse Dinge in dem Buch. Das hat mich einfach so geschockt damals. Also als Rikscha-Fahrer in Kalkutta, wenn du da warst, hast du eine Lebenserwartung von ungefähr noch 5 Jahren, weil du so viele Abgase die ganze Zeit einatmest, dass das einfach nicht lang gut geht. Und wenn der Monsun kommt, dann sind die Straßen so hoch unter Wasser, dass die dann einfach die Gullideckel von der Straße wegmachen. Und das bedeutet für die Rikscha-Fahrer, die können da einfach reinplumpsen und nicht mehr auftauchen, weil sofort das nächste Auto nachfährt. Und dann ertrinken die da einfach auf der Straße. Also das war in Sachen mir den Kopf waschen, was es alles auf der Welt gibt, war das Buch Nummer 1. Das ist 10 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber wenn dir so ein Buch auch mal ganz gut tun könnte, es heißt Stadt der Freude von Dominique Lapierre. Weil ironischerweise genau in dieser Stadt unglaublich viel Freude herrscht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, über dein Mindset nachzudenken und an dir zu arbeiten. Ich wünsche dir jetzt ganz erfolgreiche 2 Wochen. Viel Spaß und schau dir unbedingt noch Max sein Schlagzeug-Solo an. Das verlinken wir unten. Danke fürs Zuhören. Max, Pfiati. Pfiati, mach's gut, Tobias. Pfiati.